So, eine Situation, was man in der urbanen Raum schützen, soll ich nochmal anfangen? Eine Situation, was man schützen muss in den urbanen Raum, ist meines Erachtens dieses urbane Folklore, was ich so nenne, wenn die Leute einfach den Anspruch haben, den öffentlichen Raum in eine autonome und freie und imaginative Art und Weise benutzen. Das heißt, es mag sein, irgendwie Frauen, die Aerobik auf der Straße machen oder auch diese Currywurst Ambulanten, die ihre Würstchen in Alexanderplatz verkaufen oder Graffiti oder jede Art von irgendwie Manifestation, der aber immer selbst initiiert ist, weil ich glaube, das ist der, dass der öffentliche Raum im Moment nicht schafft, dass man denkt, der gehört mir, also der gehört uns alle. Und das macht uns als Menschen auch stärker, wenn wir den einfach so besetzen und benutzen. Eine Situation, die man jetzt neu erschaffen muss, ich glaube, es ist in der größte öffentliche Raum im Moment, das nennt die Internet, weil da alles neu ist und alles exponentiell groß und vernetzt ist, sind extrem gefährliche Aspekte, die mit der Privatsphäre und die Freiheit zu tun haben. Und ich glaube, dass dieses Recht, dass man in dem Internet sich in Freiheit, ohne beobachtet zu werden, sich bewegen kann, muss man neu schaffen oder neu kämpfen. Und eine Situation, die man aufmerzen muss oder irgendwie wegschaffen muss, es ist immer ein bisschen schwierig mit solchen Fragen, weil man klingt sofort sehr autoritarisch oder so. Aber ich glaube, was mir nicht, besonders in Berlin, was ich denke, gefährlich ist, wenn der öffentliche Raum von eher so corporate und ökonomisch gegründete Initiativen den öffentlichen Raum benutzt. Zum Beispiel die ganze Invasion von Werbung, die man in die Stadt immer leiden muss. Auch die Invasion, die physische Invasion von öffentlichen Räumen oder von Namen, zum Beispiel O2 Arena oder so Sachen, die irgendwie immer mit einer Marke assoziiert sind. Aber auch so kleinere Sachen wie diese Beer Bikes, wo das ist keine freie Art und Weise, den Raum zu benutzen. Das sind immer so organisierte und immer ökonomisch gegründete Besetzungen von diesem Raum. Oder zum Beispiel diese ganze temporäre Nutzungen, die in Alexanderplatz ständig da sind, die keiner interessiert und die Leute einfach in diese Kapsel, das ist eine Inkapsulierung des öffentlichen Raums, meines Erachtens.